Ja, und somit ein herzliches Hallo wieder zu Project Cars. Neue Nachricht. Was war los? Ja, letzter im Quali. Ich habe gar keine Runde zusammengebracht. Ihr kennt das noch vom letzten Mal. Mit kleines Heinz F1 Trackmasters 3 Hours. Jetzt habe ich das auch mitbekommen. Hat es ja nur das eine Rennen. Sehr gut. Und zwar, mindestens fahren wir hier 30 Minuten. Das werden wir auch machen. Und zwar, ja. Das ist zwar, ja gut, das Team hat einfach durch in den Bad, deswegen gehen wir auch schnell rein. Und man könnte hier wirklich die 3 Stunden fahren. Also es geht doch länger. Aber das Ganze hier ohne Speichern. Boah, Leute, das ist... Puh. Da bin ich noch gespannt, falls 24 Stunden von Le Mans kommt, wie lange wir da fahren müssen. Gut. Ich habe die KI mal ein bisschen runtergeschraubt, weiter noch. Jetzt bin ich schon wirklich ganz noobmäßig unterwegs, aber... Mit dem Auto geht es einfach nicht anders. Und ja, scheiß drauf, den Bart fahren wir einfach. Den Event hier. Probieren wir es einfach. Notfall steigen wir einfach aus und ja, kündigen wir bei McLaren. Wir werden es einfach versuchen, diese 30 Minuten hier jetzt durchzuziehen. Also wird der Bart leicht über 30 Minuten gehen, aber das ist ja auch jetzt nicht wirklich das große Thema. Ja, ich lasse es einfach mal eingestellt. Ich danke mal voll sicherheitshalber, dass da schon mal nichts passieren kann. Das würde auch noch fehlen. Ja, und fahren wir einfach los. Von der letzten Position mal schauen, was wir machen können. Wie viele sind denn überhaupt am Start? Schade, dass der Wagen wirklich so scheiße liegt hier. Ja, 20 Leute. Wollen wir unser Glück. Ja, der Start noch halbwegs gut eigentlich, wundert mich. Gut, der Reifen ist aber aufgewärmt, muss man auch sagen. Fahren wir einfach ganz relativ vorsichtig und probieren wir einfach mal unser Glück. Hoffen wir mal fürs Erste, dass uns keiner abschießt. Boah! Da sind schon die Ersten ein bisschen draußen, das heißt, wir können da natürlich ein bisschen was gut machen. Was wird dann im Laufe... die Hinterachse ist sehr schwammig. Ich glaube, ich habe es so, ich habe es vielleicht ein bisschen zu weich eingestellt, glaube ich, hinten. Aber ich habe einfach ein bisschen herumprobiert. Ich muss halt extrem aufpassen, dann beim Ausbeschleunigen. Schau mal. Oh, vielleicht dreht es mich eher mal ein oder so. Aber wir werden einfach... Ich werde es einfach mal versuchen. Aber irgendwann denke ich nicht drauf, steig hier voll aufs Gas und weg sind wir. Aber die KI selber, ja, kann hier eh auch nicht so schnell. Na, vielleicht können wir uns hier mal irgendwann... Da hat er es probiert noch zu zucken, hat dann aber nicht rausgezogen. Vielleicht wurde das gepatcht. Das hat jetzt in dem Fall gar nicht so schlecht ausgeschaut. Oder hat er nur nicht rübergelenkt, weil er gesehen hat, ich habe dann doch mehr verzögert. Uah, ich rutsche rein hier. Uiuiui, uiuiui. Ist aber gut gegangen. Also Punkte wäre mein Ziel. Das erste Rennen, was hier länger geht, langstreckenmäßig und dann mit so einer Gurke hier. Mein Fahrverhalt technisch oder bin ich nur zu blöd zum Einstellen? Ich weiß es nicht. Tut dem McLaren hier Unrecht. Warum lassen sie uns nicht hier mit einem anderen ein bisschen länger fahren? Zum Beispiel mit dem Sauber von, was wir vorher gefahren sind. Ja, nicht raus. Ja, genau, fahren wir rein, na sicher. Ich würde mir auch so ein bisschen so Pfeile wünschen wie beim F1. Das würde auch ein bisschen helfen. Ich wäre schon mit Fahren selbst überfordert fast. Hier mit dem Wagen zumindest. So, können wir da ein bisschen vorbeigehen? Jawohl. Und ganz piano hier unterwegs sein. Ach, da habe ich nicht geschaut, wie viel Uhrzeit das wir da haben. Ich glaube, die KI schaltet so gegen 16 Uhr, gegen 6 Uhr, also gegen 18 Uhr, glaube ich, die Scheinwerfer ein, wenn mich alles täuscht. Da sind wir mit dem Unterboden. Ich glaube, mit der Ölwanne kurz aufgesessen.
Ja, genau hier nämlich. Ob ich das 30 Minuten durchhalte, weiß ich nicht. Wir sind 12 da, das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Ja, schade, dass ich doch nicht euch hier bei diesen ersten 30 Minuten Rennen irgendein besseres Auto zeigen kann, was interessanteres. So, zumindest GT4 oder sowas wäre doch geil. Macht da, könnte man anfangen, aber es wird sicher noch alles kommen. Also da werden wir noch länger fahren hier, da werden wir noch länger Spaß haben, auch auf jeden Fall. Und dann kommen noch sicher mit den DLCs noch Autos dazu. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier auch mit dabei schon ist. Aber ich glaube schon, die DLCs, wenn wir dann GT3 fahren sollten mit dem Bentley. Ja, da schneidet er schon wieder rüber, ja. In der Bremsphase, da kann ich ja auch dann gar nichts mehr tun auch. Und er schneidet trotzdem noch rüber. Ich glaube, das war vorher nur Zufall, dass er wieder zurückgezogen hat. Aber direkt das Spiel dicken lauter machen, na, geht nicht mehr, schade. Okay, was ist denn? Ah, das war jetzt unnötig, diesen Platz zu verlieren. Aber zumindest haben wir uns noch mal nicht eindreht, das ist schon mal wichtig. Oh, sorry! Wow, wo habe ich jetzt gebremst? Ah, Licht haben schön eingeschalten. Na gut, das war's. Können wir das Feld schon wieder von hinten aufrollen. Wunderbar. Ah, wir haben zumindest gesehen, dass die KI Licht aufgedreht hat. Ist auch nicht schlecht. Naja, ich fahre gar nicht. Ich normal würde jetzt noch einmal neu starten vielleicht, auf die Nerven geht, aber mit dem Auto. Da würde ich glaube ich nie ins Ziel kommen, so wie ich es mir vorstelle. Aber ich wusste, dass ein Dreher kommt, habe ich am Anfang eh schon gesagt. Gut, neues Ziel, neue Zielausrichtung, nicht letzter werden. Und ich weiß nicht, bis wann es Punkte gibt, vielleicht doch 15. Platz, dass wir irgendwie doch in die Punkte noch kommen. Also eins weiß ich auf jeden Fall, wenn es hier zum Regnen anfängt, fahre ich in die Box und gehe heim. Fahr mit Zug heim. Das tue ich mir nicht an. Nein, Freunde. Das tue ich mir nicht an. Soll es hier zum Regnen beginnen? Kann ich mal hier auf der Geraden, im Trockenen, geradeaus fahren? Also bin ich jetzt blöd, habe meinen Bremspunkt jetzt vergessen. Oder keine Ahnung. Hier eine meiner wenigen Chancen, ein bisschen was gut zu machen auf die KI bei der Schikane. Lupfen. Also Nürburgring mit dem Auto wäre ja auch der absolute Horror. Aber hier die KI steigt auch relativ spät aufs Gas eigentlich. Ja, wenn wir hier nicht die ganzen 30 Minuten sich mit mir hier quälen will, kann ich verstehen. Aber KPS ist noch dabei ist, das sind die Hardcore-Fans. Da will ich mich auch gleich recht herzlich bei allen bedanken, die sich hier mit mir durch diese durch Zolda quälen mit dem McLaren. Aber wahrscheinlich habe ich einfach nur nicht das richtige Setup noch nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, der fährt sich einfach scheiße. Das ist einfach so. Dieser Bug, dieser BRC noch besser. Hätte mir auch nie gedacht, dass ich das einmal sage, aber ja. Ist so.
Ja, 21 Minuten haben wir noch. Da müssen wir durch. Ein bisschen lupfen, genau. Und da schon viel früher zum Bremsen anfangen. So, ich kann zumindest mitgehen hier mit Lukas Lansade. Wenn ich jetzt aber hier dran bin, könnte ich vorne versuchen, vielleicht zum Überholen. Nämlich genau so. Na, er kommt ein bisschen besser drüber, leider. Jetzt ist er nicht rausgestochen. Komm ich da vorbei? Wo ist er? Ja, fast neben mir. Ah, ich glaube, wir haben ihn. Ja. Sehr geil. Erste Sache, wenn ich zum Pittel nach Rennen ausschaut. Kann er Counter nennen, also ein bisschen hinten. Hier der rote Ferrari, würde ich fast schon sagen. Dann haben wir mal die Ferrari, den Ferrari-Anzug an hier anscheinend. Ja, es geht schön in die Nacht hinein, das gefällt mir, das ist schon mal gut. Was ist denn da in der Kurve auch immer? Das gibt's ja nicht. Immer diese Probleme. So, was haben wir gesagt? Vor der Kurve, aber jetzt war das wieder fast schon wieder zu früh. Aber da bremse ich KI dann einen Ticken früher und deswegen bin ich einfach nur davor mal aufgelaufen. Sehr schön, ich bin schon wieder dran. Der gibt wieder da Gas. Wir versuchen es einfach. So wie vorher. Jawohl, und sind vorbei. Wunderbar, da sind wir schon 16 da. Anthony Signorello, oder wie der heißt, vor uns. Der nächste, und das wären Punkte, glaube ich, wenn es für die ersten 15 Punkte gibt. Ich gehe einfach mal davon aus. Aber der vor ihm. Oh, die sind schon weiter weg, die sind schon wieder Ziellinie. Ob ich da dann noch rankomme? Gut, Zeit haben wir ja ein bisschen. Oh, hier 3 Stunden. Gibt es das Rennen echt eigentlich? Ohne Fahrerwechsel und so? Hm, 3 Stunden? Ja, 3 Stunden ohne Fahrerwechsel kann ich mir gar nicht vorstellen, aber da hat irgendwer was gesagt. Vielen Dank, 70 Liter im Auge behalten. Brücke ist aber schon ganz okay mit dem Bremspunkt. Ja, jetzt hält er mich schon fast auf. Unglaublich. Ja, da sind wir in einer guten Position. Wir müssen nur vor 100 Meter auf jeden Fall bremsen. Und jetzt schauen wir, ob ich da alleine zu Position 14, Tom Hart, ob wir den auch noch einholen können. Auf keiner von mir und schon fast der erste Verbremser. Ja, keiner von mir und ich bin schon wieder zu blöd zu fahren.
Ja, und schau mal, das ist wieder 17 da. Ja, deswegen unterm Strich 15 da. Einen Punkt ist schon wie ein Sieg für mich fast. Gut, den können wir jetzt eventuell vorne wieder kriegen, wenn es passt. Wenigstens haben wir da und 6, sonst wären wir da wieder hoffnungslos verloren. Also ein bisschen Halbgas. So, Birne, ein bisschen konzentrieren. Ah, geht doch einmal die erste Kurve hier. Ja, vor lauter Euphorie, dass wir hier im 15. vorbei sind und leicht nach vorne geschielt haben. Vorher zwei kapitale Fehler. Ja, hier, da war ich ja Welten zu früh. Ja, die war das erste Mal gar nicht einmal so schlecht erwischt. Ich habe jetzt zum heutigen Tage am besten erwischt. Das ist die erste links jetzt einmal. So, die habe ich auch jetzt einmal halbwegs erwischt, die schnelle. Da darf man eben nicht zu viel Gas geben. Anthony Signorello, wieder unser nächster Gegner, den wir überholen sollten. Und dann wären wir theoretisch, wenn es stimmt, in den Punkten mit einem. So, da sind wir jetzt wieder. Auf ein neues. Von P15 und Tom Hart noch immer vorne. Ah, geht doch. Noch 13 Minuten, glaube ich. Hier schön eng, jawohl, zeigt sogar die Ideallinie drüber, übers Körb. Ja, genau, vorher habe ich es noch gesagt, jetzt wieder, man will einfach Gas geben, es hilft nichts. Ah, ich freue mich schon auf MotoGP, weil da haben wir die ganzen Probleme überhaupt nicht. Oder einfach nur auf ein anderes Auto hier. Da kommt von hinten der schon wieder fast. Gut. Übers Körb kann man auch nicht fahren. Super. Was probiere ich denn den Scheiß überhaupt? Gott sei Dank ist nur das eine Rennen. Unglaublich. Ja, hier kommen wir auch halbwegs drüber, aber vorne geht's nicht. Ich habe was, habe ich nicht gesagt am Anfang, glaube ich, hier sollte man nicht drüber fahren. Naja, aber das gleich so dramatisch ist. Naja. Zweiter Versuch auf P14 aufzuholen, wieder glücklich gescheitert. Da ist aber 13 und 14, die sind zumindest, die wären dann zumindest so zweit, glaube ich, gewesen. Gut, den könnten wir wieder jetzt kriegen.
Ja, je mehr Runden wir fahren, wollte ich schon fast sagen, desto besser werden wir, aber haben wir gerade in der vorigen Runde gesehen, dass es nicht ganz so ist. Ja gut, das war mehr oder weniger auch ein Experiment von dem her. Aber ich habe zumindest ein bisschen ein Gefühl für das Auto bekommen, obwohl glaube ich mein Setup hinten trotzdem scheiße ist, so wie der schwimmt. So, hier beim zweiten kann man halbwegs drüber gehen. Aha, wir sind 14er, ist aber ausgeschieden. Schaut fast so aus. Oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ja, es wird schon immer finsterer, das ist auch geil. Na, außen können wir hier nicht vorbei, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, 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 nein. Ja, hier wäre gleich meine Überholmöglichkeit gewesen. Warum habe ich auch jetzt nicht überholt? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch mal so ein Grand Prix auch einmal mit ein bisschen weniger Reden fahren. Da geht das dann auch ein bisschen besser. Da fährt er. Ach du Scheiße, der fährt in die Box. What? 56 der Liter habe ich. Ah, die waren an der Box. Gibt es da irgendwo eine Info? Scheiße, ist da gerade Pflichtfoxenstopp oder was? Hätte ich mir das vollen Fahrt durchlesen sollen. Hat Start. Ach du Scheiße. Gut, vielleicht sag es mal maximal in der letzten Runde oder irgendwas. Deswegen bin ich von der 11. und vor eine Runde gewonnen. Entweder, keine Ahnung, mal die neue Reifen oder. Ich habe bis jetzt noch nicht die Verschleißanzeige gefunden. Von den Reifen. Aber wer dieses Spiel hat, Leute, sagt so bitte, wie es ihr diesen McLaren, sofern ihr ihn gefahren seid, so findet. Habt ihr auch solche Probleme wie ich? Würde mich jetzt direkt interessieren, ob ich. Ob ich es einfach nur nicht raffe oder. Die sind da vorne schon in der. Ja, hier muss man auch einmal rausfahren, ist auch klar, aber. Das hat mir jetzt nicht allzu viel gekostet. Oder sollte man sich wirklich neue Reifen holen? Ich weiß nicht. Nachdem das ja so schlecht liegt, kann ich auch nicht einmal sagen, ob der Reifen abbaut. Okay, ich bin schon mal 2 Sekunden langsamer. Alex Hamilton vor uns jetzt. Ja, ist mir egal eigentlich. Ich habe nichts zum Verlieren. 53 Liter, also Sprit haben wir genug drin. Das müsste doch irgendwo bekannt sein, wenn irgendwie ein Pflichtboxenstopp ist oder so. Oder holen die sich einfach nur neue Reifen? Aber das ist immer wieder eine Erfahrung reicher nach dem Grand Prix auf jeden Fall. Und auf jeden Fall die Regeln mal vorher durchlesen. Weil vielleicht ist ja da irgendwas Spezielles wie Pflichtboxenstopp dabei. Oder sonstiges. Aber jetzt schon wieder weit und breit kein Gegner hier in Sicht. Nicht einmal die, was vielleicht vorher gestoppt haben. Ah, da hinten, was ist das? Medic Center, das schaut fast so aus. Auch nett. Ja, sind wir schon in der Nacht, sehr gut.
Und da in die Nacht reingefahren, ist eigentlich immer geil irgendwie. Und ich will aber jetzt nicht F4 oder was drücken, dass ich da die Reifen-Ding anschaue, aber das habe ich online auch noch nicht gefunden. Ob das die Anzeige ist oder wo der Verschleiß ist, keine Ahnung. Die Anzeige hat man doch im Prinzip fast bei jedem Spiel, deswegen wundert es mich, warum ich es hier noch nicht gefunden habe. Also falls das wer weiß, teilt es bitte mit, Verschleißanzeige. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Da fange ich ihn eh ab und dann biegt er trotzdem nach rechts ab. Das ist ja rein. Nein. Ist egal. Oder ist mein Reifen schon? Ich, wie gesagt, ich habe ohnehin keinen Grip, deswegen weiß ich auch nicht, ob er jetzt weniger geworden ist. Nachdem da aber schon einer ziemlich daher zieht. Aber es geht immer 4 Minuten, also ich fahre sicher nicht in die Box. So viel werde ich da jetzt auch noch zustande bringen. Aber der ist da relativ schnell unterwegs, also der hat sicher neue Reifen, glaube ich, drauf. Ja, aber gut, wenn ich es tauschen müsste, laut Reglement, dann habe ich jetzt natürlich die Arschkarte, ist auch klar. Wenn nicht, ist das strategisch von mir gar nicht so schlecht gewesen. Ja, wir waren ja im Prinzip da nach dem Geld dann 15, da müsste man realistisch sagen. Die müssen mich erst einmal alle überholen hier, 4 Minuten, das heißt, zwei Runden oder was. Der da hinten auch erst einmal vorbeikommen bei mir. Wird aber wohl wahrscheinlich schaffen, so wie ich fahre. Ist er schon neben mir? Ja, da gibt er mir gleich eine mit. Sehr schön. Arnaud Schall. Arnaud? Noch nicht gehört. Arnold, ja, aber Arnaud. So, vom Gas gehen, ja. So, auch zwei, dreimal vor ihm verpennt. Ja, da brauchen wir gar nicht probieren hier, dass wir den irgendwie versuchen zu kontern. Boah, ja, doch vom Gas gehen hier, Freunde, doch vom Gas gehen, nicht vergessen. Ja, abkürzen, ja klar, abkürzen, das war ein klassisches Abkürzen, danke. Wenn ich da quer über die Straße daherkomme, naja. Ist ja jetzt eh egal, im Endeffekt. Ja, ich glaube, der Reifen ist auch jetzt zumindest schon einmal auf jeden Fall ein bisschen im Arsch, glaube ich. Achso, ich bin noch immer Siebter. Aha. Da war noch wer jetzt in der Box. Obwohl er mich ja gerade überholt hat. Der allererste und habe mich überrundet und war selber nicht in der Box, kann ich mir auch nicht vorstellen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt bitte? Noch immer Siebter, wohl mit der nächste überholt hat hier, okay. Ja, leck mich doch! Ja, jetzt bin ich Zehnter. Na, gratuliere. Meine Güte, wenn man der nicht mitgibt ihnen, das ist doch wieder behindert, bitte. Na super, drei Plätze verloren von den drei Idioten da.
Ja, wenn die genau hintereinander fahren müssen, das ist ein dreifaches Pech. Aber gut. Ja, brauchen wir gar nicht probieren, glaube ich, zum Kontern. Ja, versuchen müssen wir es fast. Da fährt er schon raus! Oh, 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 oh. Sehr schön. So, eine Runde wird noch sein. Null irgendwas sind wir da. P8. Uiuiui. Ich kann jetzt schon wieder fast wie im Regen. Ich kann nicht mal auf der Geraden mehr gescheit Gas geben. Puh, da werden wir versuchen, ob wir die Runde noch irgendwie überstehen. Sofern wir überhaupt gewertet werden, wenn wir hier keinen Boxenstopp machen. Aber ich habe keine Info oder irgendwas bekommen jetzt, dass das jetzt nicht zählt oder so. So, letzte Runde wäre auch nice, wenn uns das wer sagen würde oder so. Na, noch bin ich erstaunlicherweise gut dabei hier raus. Ich kriege hier ein bisschen Vorteile. Ich weiß nicht, ob das mein Reifen war oder. So, schieß mich. Ja, schieß mich nicht ab, du Arsch da hinten. Das gibt's ja nicht. Jetzt holt er mich außen. Na sicher. So, erste Mal überholt hier in der Schikane. Jawohl, wieder zurück. Können wir jetzt ihn eventuell. Oh, komm, 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 komm. Na, ja, leicht lupfen müssen wir auf jeden Fall. Boah, wie geil wäre das jetzt? Also noch immer Siebter? Hä? Also irgendwas stimmt da glaube ich nicht ganz. War der gerade 7. oder 8. Ah nein, 7. eh von vorher, genau. Ja, passt schon, Blödsinn. Das war jetzt mein Fail. Warum fährt er jetzt? Da ist er gerade in die Box gefahren oder habe ich jetzt schlecht gesehen? Na sicher ist er gerade in die Box gefahren. Ach du meine Güte. Ja, Gott sei Dank ist es aus. Gott sei Dank ist es aus. Nach hinten fährt er in die Box. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Und ich bin 6. Ja, okay. Kein Pflichtboxenstopp. Sehr geil. Sehr, sehr geil. 17 Runden sind wir jetzt gefahren in Zoldau. Michael Schneider, Knaflewski, Alex Hamilton, Tom Hart. Hinter dem waren wir auch einmal. Die waren wahrscheinlich auch nicht in der Box. Warum waren da hinten aber in der Box? Eieieiei. Aber ich gehe jetzt gar nicht in die Wiederholung, nicht dass irgendwas zusammenbricht. Ich mache mal sicherheitshalber einen Cut, einen kleinen. Und wir machen da so mal einen kleinen, klitzekleinen Blick in die Wiederholung. Wie das so von außen aussieht. Aber nicht ganz so spektakulär, 35 Minuten haben wir schon. Vielleicht nur mal in der Nacht, wäre noch interessant, wenn es noch finster ist, in allem mit Licht vielleicht. Aha, die schalten nicht alle auf einmal das Licht an, das finde ich immer cool irgendwie. Ah, da war gerade mein Dreher, ja, das hat mir auch einiges gekostet. So. Da haben wir noch kurz, haben wir hier zufällig eine Überholmanöver? Aber zufällig gerade nicht, passt. Weiter. Weiter. Kohle, aha, das ist einen Punkt haben wir mindestens, oder? Ja, ist klar. What? Ah, ich bin 6, damit 8 Punkten, na immerhin. Passt. Boah, jetzt schauen wir nochmal, was als nächster kommt. So, Post haben wir keine bekommen. Ja, das war auch nicht so berühmt.
Hoppala. Und sehr gut, schön. Sehr schönes letzte Rennen in Le Mans. Sehr schön. Mal schauen, was mir einstellen kann. Gut. Chaosrennen in Zolder zum Glück beendet. Ihr habt es geschafft. Ich auch. Ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ja. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Lemo. Danke fürs Zuschauen und fürs Durchhalten. Bis dann.